Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Du bist der Geschäftsführer Lotto Rheinland-Pfalz. Du verfolgst uns seit 2013 und bist seit, sagen wir mal, 12 Jahren hier immer wieder dabei. Wie siehst du die Entwicklung unseres Vereins? Ja, es ist eine ganz großartige Entwicklung in den letzten Jahren. Es gibt ja kaum Verein, der so erfolgreich war, regelmäßig in den Playoffs, zweimal deutscher Meister in den letzten Jahren. Und vor allen Dingen, was mich beeindruckt, ist die Ruhe, die Souveränität und vor allen Dingen auch die Seriosität des gesamten Vereins, der Vereinsführung, des Staffs. Insoweit sind wir, glaube ich, als Partner Lotto Rheinland-Pfalz immer an der Seite des Vereins und es wird auch so lange bleiben. Es wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Vielen Dank. Du bist ja ein ausgewiesener Fachmann, du bist ja schon seit Jahren dabei. Wie siehst du unsere Chancen in den Playoffs, die am 14. Dezember beginnen? Am 14. Dezember und am 21. Dezember ringen wir. Wie siehst du unsere Chancen? Also zunächst muss man festhalten, dass allein das Erreichen der Playoffs ein Riesenerfolg ist. Es ist ein Umbruch, man setzt sehr stark, was wir auch, glaube ich, insgesamt befürworten, auf Nachwuchskräfte, auf junge Kräfte. Insoweit ganz großer Erfolg, insoweit das erste Ziel ist schon erreicht. Die Playoffs immer rund um Weihnachten, da freut man sich ja jetzt schon drauf, immer sehr spannungsgeladen, eine volle Halle. Man muss abwarten, das hängt ja ein bisschen vom Losglück zusammen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall das Halbfinale erreichen können. Da braucht man ein bisschen Losglück, auch ein bisschen Matchglück, aber nochmal, allein das Erreichen des Viertelfinals ist ein großer Erfolg und darauf kann der Verein und alle Verantwortlichen sehr stolz sein. Danke dir. Das war ja heute wieder ein spannender Kampfabend. KSV Witten war, wie erwartet, ein starker Gegner. Und das Publikum hat natürlich alles dafür getan, dass wir gewonnen haben. Wie hast du die Stimmung heute Abend erlebt? Sehr gute Stimmung, sehr gute Kämpfe, sehr qualitativ hochwertige Kämpfe. Vorhin war es schon klar, dass es eng sein könnte. Das hat man in der Halbzeit auch gesehen. Dann haben wir uns bei einigen Kämpfen dann durchgesetzt. Man hat mal wieder einen Schultersieg gesehen, kommt auch nicht so oft vor. Also ein sehr starker Gegner, eine sehr starke Leistung. Und ich glaube, dass die Leistung viel Mut geben kann für den letzten Kampf und dann auch für die Playoffs, also ein rundum gelungener Ringerabend. Ja, vielen Dank. Wir haben in 3 Wochen hoffentlich das Playoff-Finale entweder zu Hause, das wissen wir nicht, wieder ausgelost. Wir hoffen, dass du wieder dabei bist und genauso mit unterstützt. Das ist klar, Lotto Rheinland-Pfalz wird immer an der Seite des ASV Mainz zu sein. Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen, und schöne Einreise noch. Danke.